Flugzeuge vom Typ Me-109 sind der ganze Stolz der deutschen Luftwaffe. Die leichten Einsetzer sind eine Neuentwicklung von Konstrukteur Willy Messerschmidt und haben sich bereits im Spanischen Bürgerkrieg bewährt. 2 Jahre lang war auch Hauptmann Trautloft bei der Legion Condor in Spanien gewesen und hatte 5 Abschüsse verbucht. Jetzt soll er seine Kampferfahrung den anderen Piloten vermitteln. Das Herz-Ass-Geschwader aus Breslau gehört zu den Einheiten, die im Polenfeldzug sofort eingesetzt werden. Und die deutschen Verbände sind der polnischen Luftwaffe haushoch überlegen. Auf dem Obersalzberg hat Hitler den Reichsjugendführer Baldur von Schirach zu Gast. Die Planungen für den Fall Weiß, den Krieg gegen Polen, sind fast abgeschlossen. Spätestens am 1. September soll der Überfall erfolgen. Auf eine öffentliche Mobilmachung will der Diktator verzichten. Reservisten sollen zu Herbstübungen eingezogen werden. In Frankfurt an der Oder werden Anfang Juni 1939 die Leichtathletikmeisterschaften der deutschen Polizei ausgetragen. Seit 1936 unterstehen die Ordnungshüter SS-Chef Heinrich Himmler. Und so ist auch dessen Stellvertreter Obergruppenführer Kurt der Lüge im Ostmarkstadion, um die sportlichen Leistungen der Polizisten zu begutachten. Einheiten der Dalüge direkt unterstellten Ordnungspolizei werden sich im Zweiten Weltkrieg durch besondere Skrupellosigkeit bei Partisanenerschießungen und Massakern an Juden auszeichnen. Zu den herausragenden Wettbewerben in Frankfurt-Oder zählt auch der Kampf um den Meistertitel im Handgranatenweitwurf. Es siegt der Kölner Wagner mit einer Weite von 79,42 Meter. Zur gleichen Zeit findet jenseits des Atlantiks das letzte internationale Großereignis vor Kriegsbeginn statt. Die Weltausstellung 1939 lockt viele Gäste. Und so erwartet New York City Anfang Juni besonders hohen Besuch. König Georg VI. Und Königin Elisabeth von England weilen zu einer Staatsvisite in den USA und machen auch der Weltausstellung ihre Aufwartung. Fast vergessen scheint die Schmach, dass nur 3 Jahre zuvor ausgerechnet eine geschiedene Amerikanerin den Bruder des Königs, Edward VIII., zum skandalösen Thronverzicht veranlasst hatte. Die Royals erweisen der neuen Welt huldvoll die Ehre. Und die New Yorker Society ist begeistert vom Glanz der Monarchie. Der Auftritt des britischen Königspaares in der US-Hauptstadt dagegen birgt diplomatische Brisanz. Die Kranzniederlegung am Grabe George Washingtons ist nicht nur ein Symbol für die Anerkennung der einstigen Kolonie. Man demonstriert Solidarität mit den amerikanischen Verbündeten. Denn gerade erst hatte US-Präsident Franklin D. Roosevelt mit einem Telegramm den Diktator in Berlin erzürnt. Hitler sollte sich verpflichten, in den nächsten 25 Jahren keine europäischen Länder mehr anzugreifen. Der königliche Besuch in den USA unterstreicht die völlige Übereinstimmung Englands mit dieser Forderung. Die Fronten sind geklärt. Frühmorgens in der kleinen Gemeinde Helbra im Mansfelder Land. Werkscharen der Deutschen Arbeitsfront treffen sich wie jedes Jahr zum Ernteeinsatz. Doch in diesem Sommer ist alles anders. Denn den Menschen ist inzwischen bewusst, dass der Frieden in Europa an einem seidenen Faden hängt.
Manche meinen, dass Hitler auch diesmal seine Ziele ohne Blutvergießen erreichen wird. Doch viele Deutsche sind beunruhigt. Die Furcht vor einem Krieg ist weit verbreitet. Zu gut erinnert man sich noch an die Schrecken des Ersten Weltkrieges. Im Kieler Hafen liegt das Schlachtschiff Gneisenau vor Anker. Obwohl 1938 erst in Dienst gestellt, soll das Flaggschiff der wieder aufgerüsteten Kriegsmarine umgebaut werden. Man will mit einem neuen Atlantikbug die Seefähigkeit des Schiffes erhöhen. Zusammen mit ihrem Schwesterschiff Scharnhorst wird die Gneisenau später im Nordatlantik britische Geleitzüge angreifen. Das Alltagsleben auf Hitlers Berghof verläuft trotz der Kriegsvorbereitungen nach dem gewohnten Muster. Der Diktator hat Mitte August 1939 seine Höflinge um sich geschart. Zu seinen engsten Beratern zählt Außenminister Joachim von Ribbentrop. Die beiden betreiben ein riskantes Spiel. Ribbentrop soll in Moskau einen Nicht-Angriffspakt mit Stalin unterzeichnen, um einen verhängnisvollen Zwei-Fronten-Krieg auszuschließen. Nationalsozialistische Sommerfrische auf der Insel Sylt. Morgendliche Flaggenhissung mit Hitlerjugend und BDM. Überall im Dritten Reich herrscht trügerische Ruhe, fast Normalität. Doch die Gedanken der Deutschen kreisen um den bevorstehenden Waffengang. Das Vertrauen zum Führer wird jetzt wohl der härtesten Feuerprobe seit je unterstellt, heißt es in einem internen Vermerk. Alle gegen den Krieg, schreibt US-Reporter William Shirer in sein Tagebuch. Wie kann ein Land einen entscheidenden Krieg beginnen mit einer so kriegsmüden Bevölkerung? Der Feldzug gegen Polen beginnt am 1. September 1939. Binnen 4 Wochen überrollen Wehrmachtseinheiten den Westteil des Landes. Hitler teilt die Beute mit seinen sowjetischen Verbündeten. Stalins Rote Armee besetzt Ostpolen. Die Kampfhandlungen enden Anfang Oktober. Aufnahmen von einer deutschen Panzerersatzabteilung, die mangels Feindberührung eine Übung in dem besiegten Land abhält. Die Truppen sollen sich nach dem schnellen Sieg nicht langweilen. Schließlich wird Polen nicht das letzte Opfer von Hitlers Blitzkriegsstrategie bleiben. Großbritannien und Frankreich haben dem Dritten Reich schon 2 Tage nach dem deutschen Überfall auf Polen den Krieg erklärt und mobilisieren ihre Truppen. Ein amerikanischer Geschäftsmann hält sich zu dieser Zeit auf der Kanalinsel Guernsey auf und filmt mit seiner kleinen Kamera den Abschied der britischen Soldaten. Fliegeralarm in den Straßen von Paris. Aus Angst vor deutschen Luftangriffen werden die Flucht in Schutzräume und der Gebrauch von Gasmasken geübt. Europa ist im Ausnahmezustand. Nur wenige ahnen, wie lange der Krieg diesmal dauern wird und wie viele Millionen Menschen auf den Schlachtfeldern und in den zerbombten Städten ihr Leben verlieren werden. Die amerikanische Journalistin Janet Flanner schreibt an jenem 3. September: Es sind die räumlichen Absurditäten und die Zeit, die die Diplomaten sich für ihre Gespräche nehmen, die diesen Krieg außergewöhnlich erscheinen lassen. Tatsächlich ist es aber ein ganz gewöhnlicher Krieg für die Freiheit. Nur wegen seiner möglicherweise ungeheuren Ausmaße könnte er leider den Untergang unserer Kultur bedeuten.